Einen wunderschönen guten Morgen am 25. Juni aus dem Freizeitpark Plon. Und wie ihr es schon seht, zeige ich euch nochmal El Toro. Die Auffahrt. Und das Holz, was ihr hier so seht, das kommt aus dem Schwarzwald und ist somit robustes Kiefernholz. Das Team, was das hier alles gebaut hat, habe ich nachgefragt bzw. erforscht auf YouTube aus Amerika. Hier der Zug. Ich hoffe, ihr versteht mich. Diese Musik läuft den ganzen Tag und für die Bediener ist das viel zu laut. Aber der Besitzer möchte das so, was mich aufregen würde. Den ganzen Tag mit dieser Musik zugejudelt. Und hier kommt man nach circa anderthalb Minuten wieder an. Ja, die Bremsensicherheit, alles, wo der Zug dann abgebremst wird. Das Bedienpult. Hier bin ich jetzt in einem Bereich, wo Besucher natürlich nicht hinkommen. Quasi unter El Toro, wie ihr seht. Der Beton wurde unter Umständen auch im Winter gegossen, beziehungsweise ab einer bestimmten Temperatur, aber da hat es auch ab und an geschneit und so kam es zu Verzögerungen.